Ich zauber dir etwas ganz Fieses herbei, Yoshi. Oh nein, Kamek, was hast du vor? Das ist ja ein riesiges Zahnrad und oh oh. Ich glaube, es ist ein fieses Zahnrad. Yoshi, renn weg! Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Schleicherei allerlei. Yoshi ist wieder da. Und heute müssen wir uns wahrscheinlich durch die dunklen Räume schleichen. Denn wenn wir das nicht tun, gibt es einen Alarm. Okay, und dann kommen kleine lustige Roboter raus. Okay, also diese Folge fängt ja schon mal lustig an. Das heißt, wir dürfen diesmal, im Gegensatz zum anderen Level, im letzten Level, in der letzten Folge war das so, dass wir uns immer im Licht aufhalten mussten, sodass uns diese komischen Gegner nicht treffen oder finden. Und hier ist es umgekehrt. Hier müssen wir uns nämlich im Schatten verstecken. Okay, ich habe schon verstanden, ihr wollt mich jetzt jagen. Ich muss schnell flüchten. Hier kann ich mich bestimmt gut verstecken. Oh, was ist das denn für eine Kiste? Hey, du kleiner Frechdachs. So. Hier bin ich, glaube ich, erst einmal sicher. Hier gibt es süße Bilder. Oh, oh. Okay, Moment. So, jetzt Schatten. Immer schön im Schatten bleiben. Nur nicht in die Sonne. Also ins Licht, meine ich. Stellt euch mal vor. Kennt ihr das auch im Sommer? Im Sommer geht es mir auch so. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Sonnenbrand. Und dann dürft ihr nicht mehr in die Sonne. Ihr dürft euch nur noch im Schatten bewegen. So ähnlich fühlt sich Yoshi jetzt bestimmt. Als hätte Yoshi einen Sonnenbrand und dürfte gar nicht mehr in die Sonne. Aua. Ich verliere gleich mein Solarauto. Also ihr seht schon, mein Outfit heute ist ein Solarauto. Besonders putzig. So. Okay, jetzt wieder so bewegen, dass ich da nicht in den Lichtkegel komme. Und dann wird schon das Ganze irgendwie hinhauen. Meine Lieben, hier kommt noch der Hinweis. Wenn euch Yoshi's Crafted World gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Damit ihr keine spannenden und vor allem sehr, sehr tollen und lustigen Abenteuer mehr verpasst. So, Achtung, hier gibt es wieder einiges zu entdecken. Und ich denke, wenn wir weiterhin so vorsichtig sind, sollte uns eigentlich nichts passieren. Hey, was ist das denn für ein Skelett im Hintergrund? Kann es sein, dass wir uns gerade in einem Museum befinden? Schreibt mir in die Kommentare, was das gerade für ein Gebäude sein könnte, in dem wir uns gerade befinden. Ich bin sehr gespannt, was eure Ideen sind. Denn ich habe so die, nicht die Befürchtung, das wollte ich schon fast Befürchtung sagen. Ich habe so das Gefühl, dass wir in einem Museum sind. So, Achtung, gleich kommt die Wolke zurück. Oh nö, und jetzt kommt ausgerechnet diese Absperrung. Okay, jetzt im richtigen Moment schießen. So, sehr gut. Boah, nicht so schnell. Schnell durchlaufen. Sehr gut. Und wieder verstecken. Ihr seht schon, hier müssen wir Stück für Stück vorankommen. Immer schön vorsichtig. Okay, dann aufgepasst. Wir müssen jetzt hier durch. Und das mal wegschießen. Oh, 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 Moment. So, 1, 2 und Nummer 3 ist dahinter. Perfekt. Das war sehr schnell gemeistert von uns. Und leichter getan als gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte, es wird schwierig, aber in der Umsetzung, sprich, als ich dann versucht habe, die blauen Ballons zu erwischen, hat das ganz gut geklappt. So, oh, oh, wir brauchen wieder einen Schalter. Sonst hört das mit den Robotern hier wieder gar nicht auf. So, ein Schalter ist hier. Aktiviert und tschüss. So, Moment. Jetzt gehen wir wieder hier vorsichtig mit. Oh, da ist ein Lichtkegel unten. Wie sollen wir denn da durch? Ah ja, okay. Das heißt hier nach oben. Da ist etwas Herzchen. Ganz viele Herzchen. Und jetzt wieder auf die Schiene zurück. So. Hier rüber, dann nach unten. Okay, dann haben wir hier alles. Oh, das sind wieder diese komischen Stacheldinger. Okay. Jetzt haben wir aber nicht so viel Zeit, um die ganzen blauen Münzen einzusammeln. Dann machen wir mal lieber ein bisschen schneller. So. Oh, wir haben schon eine Sonnenblume verpasst. Also ein Gänseblümchen irgendwo. Hey, was wollt ihr denn? Weg mit euch. Aua. Der hat mich nochmal ordentlich erwischt. Mein armes Solarauto. Wie könnt ihr bloß? Mein Solarauto ist mir wichtig, ja? Okay, sehr gut. Wir sind auf jeden Fall wieder ausgestattet mit genügend Eiern. Und dahinter,
Oh, schaut mal, die bauen einen Turm. Ein Shy Guy Turm. Was haben wir da hinten noch? Was hat denn der da in der Hand? Was ist denn das? Münzen? Tatsächlich. Sah gerade gar nicht so aus. Oh, hey, wie? Bin ich zu hoch gesprungen? Ach, kommt schon. Ihr wollt mich doch jetzt veräppeln. So hoch bin ich nun mal auch wieder nicht gesprungen. Oh, weia. Alles rot. Alles auf Alarm gesetzt. Ich muss echt aufpassen. Ach, schaut mal. Die können sich gegenseitig ausnocken. Das bedeutet, wenn die sich gegenseitig berühren, sind sie auch kaputt und erstmal weg. So. Jetzt muss ich hier, glaube ich, im richtigen Moment springen oder zumindest schnell sein. Wow, wow, wow. Oh. Wieder vermasselt. Oh, Katze, was machst du heute? Ja, damit meine ich mich selbst. Okay. Dann Münzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt knapp. Fast wäre ich wieder im Lichtkegel gewesen. Und da kommen ganz viele Schallgeister raus. Oh, 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 ich bin ein bisschen spät gerade mit der Leiter, die nach oben führt mit dem Weg. Oh, da ist schon das Ziel. Haben wir denn jetzt alles eingesammelt? Das ging jetzt schneller als gedacht. Ich habe das Level ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, länger erwartet. Okay. Ich bin gespannt. Ja, und? Ey, uns hat nur eine rote Münze gefehlt. Sicherlich war sie in einem roten Geschenkkarton, aber ich habe das leider nicht gesehen. Zahnrossfabrik. Oh, was ist das denn für ein Level? Da bin ich mal gespannt. Yoshi ist auf jeden Fall bereit. Zahnrossfabrik. Okay, war ja klar, dass gegen Ende des Spiels wieder ein Lava-Level kommt. Und typisch für Super Mario-Spiele oder für Yoshi-Spiele mit Zahnrädern oder mit irgendwas Stacheligem. Stacheln und Lava, das ist so typisch Super Mario. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Man weiß ja nie, was man mit den Shy Guys noch alles anstellen kann. Jetzt haben wir hier Pressen. Richtig starke Pressen, die sicherlich verschiedene Gegenstände auseinanderdrücken oder zusammendrücken können. So, das war bestimmt eine Grinseblume, die man so nicht einfach bekommen kann. Hat sich also gleich doppelt gelohnt. Und was? Habt ihr das gesehen? Die Shy Guys schießen hier. Gut, das war jetzt knapp. Ich sollte nicht so ungeduldig sein. Manchmal spiele ich etwas ungeduldig, was wiederum bedeutet, dass ich einfach sehr schnell laufe im Spiel. Ui, und da unten schießt schon wieder jemand mit einer Kanone. Das ist zum Verrücktwerden. Ich könnte mich beömmeln. Liebe Grüße an Heidi. Okay, gut. Das nehmen wir mit. Und jetzt vorsichtig hier durch. So, wumms. Oh, 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 oh. Ganz schnell sammeln, ganz schnell einsammeln. Oh, das noch mehr. Oh, 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 oh. Komm, komm, die eine noch. Ja, sehr gut. Das war aber auch echt knapp. Also, heute sind das immer solche knappe Geschichten hier im Spiel. Man denkt, man kriegt das locker flockig und dann im nächsten Moment muss man sich doch ein bisschen mehr beeilen, als man dachte, da man sonst zu spät kommt und das ganze Ding nicht einsammeln kann. Aber, abgesehen davon finde ich, das ist meine Meinung, ihr könnt mir gerne was anderes schreiben, machen wir gerade eine sehr gute Figur, oder, im Spiel? Und da ist wieder eine Box. Ha, das funktioniert ja heute wie am Schnürchen, muss ich sagen. Also das nenne ich mal einen guten Lauf. So, oh, jetzt geht es nach oben. Sagt bitte nicht, dass jetzt noch die Lava steigt. Ich hab so die Befürchtung, dass jetzt noch... Oh ja, war ja klar. Schnell, Yoshi! Bevor was kommt. Oh, oh. Wir müssen uns beeilen. Dieses Shy Guys, sollen wir sie ignorieren? Nein, wir sehen... Nehmen sie natürlich mit. Das sind unsere Freunde und Helfer. Die packen wir in Eier und dann... Oh, 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 oh. Keine Chance, nein. Keine Chance, keine Chance. Das war eine sehr fiese Stelle. Okay. Aber wisst ihr was? Ich gebe natürlich nicht auf und werde das Ganze noch einmal versuchen. Das wäre doch gelacht, wenn ich jetzt sagen würde, ach Mensch, die Lava steigt viel zu schnell auf. Einfach nochmal probieren. Von nichts kommt nichts, sagt man doch, oder? Das heißt, nicht aufgeben, weiter probieren. Weiter versuchen. Immer weiter und weiter und weiter. So, schaffen wir es mit der Zeit. Okay. Diesmal sind wir echt sehr, sehr schnell hochgekommen, wie ich finde. Das war ja ein Klacks für uns. Überhaupt kein Problem gewesen.
Jetzt wieder ein paar Shy Guys. Wir können ja ein bisschen warten und ein paar Shy Guys aufnehmen. Denn wie ihr wisst, kann man niemals genug Eier haben. Ich meine, ich werfe auch ständig mit den Eiern. Das heißt, ich verbrauche sie sehr schnell. Und ohne Eier komme ich hier nicht im Spiel durch. Das ist sehr, sehr wichtig für Yoshi. So, sehr gut. Und jetzt Achtung, wieder so ein Lava, eine Magma-Fontäne. Also so eine Art Strahl, der von unten kommt. Das nennt man Fontäne. Und ansonsten ist das jetzt aber an der Stelle auch gar nicht mehr so schwer, das Level, finde ich. Also aktuell hält sich das, wow, in Grenzen. Jetzt aber, Achtung Yoshi, was machst du denn die ganze Zeit? Also, ich muss echt besser aufpassen. Der arme Yoshi, der landet ja immer wieder in der Lava. So, Achtung, jetzt gibt es hier wieder Pressen und da ist ein Geschenk. Na, wie erwische ich das am besten? Ich muss ja ständig springen. Ich habe gerade auch keine Eier, weil ich ja ständig in die Lava fallen muss. Oh, oh. Also, mein Glückstag scheint heute nicht zu sein. Aber zu meiner Verteidigung, die Level, ihr wisst es ja, werden auch immer schwieriger. Von daher ist das schon okay, wenn ich da... Wow! Gut geduckt, Yoshi. Das war auch sehr knapp. Eine falsche Bewegung und ich wäre jetzt Matsch. Aber so sieht das wieder ganz gut aus. Jetzt vorsichtig. Da, das hätte ich gerne. Wow, erwischt. Und ganz viele Münzen zum Einsammeln. Heute ist unser Glückstag. Unser Münzglückstag. Sehr gut. Habt ihr eigentlich auch Münzen zu Hause? Zum Beispiel 10 Cent oder 20 Cent? Und dürft ihr schon zum Beispiel mit dem Geld was einkaufen? Oder wartet schon mal beim Einkaufen mit euren Eltern dabei? Diese Frage richtet sich natürlich an die jüngeren Zuschauer hier. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, wie viele von euch denn jetzt schon dabei sind oder auch mal selbst an der Kasse zahlen dürfen. Natürlich helfen da die Eltern. Aber, naja, vielleicht kriegt ihr sogar Taschengeld. Auch eine spannende Frage. Wer von euch bekommt denn Taschengeld? Ihr müsst nicht schreiben, wie viel. Das ist gar nicht wichtig. Aber wer bekommt das denn? Und reicht euch das aus? Und, na gut, ausreichen. Das würde wiederum bedeuten, dass ihr mir sagt, wie viel ihr bekommt. Aber, wie gesagt, es geht einfach nur darum, dass man sowas gerne schreiben darf, wenn man möchte. Man muss aber nicht. Weil wir es ja gerade von dem Thema Münzen hatten. Okay, Yoshi. Sei mal bitte vorsichtig. Und jetzt haben wir hier etwas. Nicht werfen. Oh, doch, wir werfen da mal nach hinten. Auf einen Frosch. Oh, ein Tor. Das bedeutet, es gibt einen kleineren Gegner oder einen etwas größeren Gegner. Wir werden gleich sehen. Hier ist ja niemand. Oh, Kamek und Baby Bowser. Du schon wieder. Du machst mich fertig. Keinen Schritt weiter. Was ist denn mit dir los, Kamek? Warum bist du immer so unfreundlich zu uns? Oh, oh, irgendwas passiert mit diesem Zahnrad. Okay. Schön mit Folie außenrum. Oh, hallo, wer bist du denn? Hast du auch einen Namen? Ach ja, der Name ist, glaube ich, der Name des Levels, oder? Kann es sein, dass du in die Lava musst? Sagt mir so mein Gefühl zumindest. Okay, Moment, Konzentration. So. Was passiert jetzt? Wow, gefährlich. Au! Nein, mein Outfit. Oh, jetzt habe ich ein bisschen was kaputt gemacht. Tut mir leid. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Wow, 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 wow. Nicht so schnell, ja? Hier, Treffer Nummer 2. Der ist gleich ganz kaputt. Jetzt muss ich ihn nur noch im richtigen Augenblick treffen. Oh, er wird aber sehr schnell und zerquetscht alles auf seinem Weg. Okay, Achtung. Wow, au. Wow, wow. Oh, weia. Yoshi, pass bitte auf, okay? Man weiß ja nie, was als nächstes passiert. So. Und, oh ja, meine Wurfeier schmeiße ich natürlich dementsprechend auch zu langsam. Achtung. So, wir müssen auf den richtigen Moment warten. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ah, schlechtes Timing meinerseits.
Oh, das sieht gut aus. Perfekt. Jetzt haben wir dich. Und wusch. Schön in die Suppe. In die Tomatensuppe reingefallen. Und Yoshi darf sich freuen. Das hast du prima gemacht, Yoshi. Super, wir sind sehr stolz auf dich. Zahnrost war sein Name. Zahnrosts Fabrik. Okay, Leute, fehlen uns zwei Grinseblümchen. Es gibt wieder Outfits, es gibt Outfits. Und dann geht es in die letzte Welt. Da wartet das große Finale auf uns, oder? Erstmal gibt es aber Outfits. Zuerst einmal was Kostenloses. Wir dürfen einmal kostenlos spielen. Yay! Mach halt sehen, was wir jetzt bekommen. Ich bin total aufgeregt. Und da drin ist ein Zugwaggon. Süß. Das ist ja mal sehr süß. Kann man bestimmt gut gebrauchen. So, 5 Münzen hinterher. Und rauskommt ganz viel. So, Achtung. Gleich mal schauen, was da drin ist oder drin war. So. Glühbirne. Okay, hat was. Zahnräder. Okay. Dann haben wir bemalte Fassade. Also nichts Besonderes eigentlich. Ein grüner Apfel. Das finde ich schön. Hat was. Und schwarze Kaffeesahne. Okay. Kaffeesahne habe ich im Spiel noch nie entdeckt. So, dann wollen wir mal das Outfit wechseln. Ich finde den Zugwaggon irgendwie lustig. Aber die Kaffeesahne hat auch was. Ach, alles ist irgendwie süß. Aber ich nehm das hier, oder? Zugwaggon. Finde ich besonders süß. So. Dann können wir das hier verlassen. Und dann können wir darüber. Oh, wow, 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 wow. Was erwartet uns hier? Oh, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 30 Grinseblumen. Die kann ich dir gerne geben. Ist zwar sehr teuer, aber was soll's. Bitteschön. Viel Spaß damit. Jetzt haben wir noch 79. Aha, das sieht aus wie Super Mario. Mir geht's blendend. Ich gehe auch sofort aus dem Weg. Und hopp. Boink, boink, boink. Wusch. Bist du Mario? Nein. Aber vielen Dank. Wie hast du denn hierher gefunden? Ich bin einfach den ganzen Weg entlang gelaufen. Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen. Verstehe. Und ist hier noch eins? Ah, und ich habe etwas Schimmerndes zu Boden fallen sehen. Gleich da hinten. Immer weitergehen. Dann stößt man genau darauf. Der Kerl in Blau ist gerade hier durchgebraust. Beeilung! Welcher Kerl in Blau? Okay, wir sind jetzt oben auf dem Turm, Schummerland. Denn da erwartet uns das große Finale. Was wird passieren? Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Rechts oben da, wo der Finger zeigt, einfach mit eurem Finger da drauf tippen. Und ihr kommt zum nächsten Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bitte bleibt wie immer katztastisch.